Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together mit dem Knoller auf dem Damakash-Server. Hallo. Asrata ist auch dabei, der ist auch auf dem Damakash-Server. Gut, und wir sind immer noch an der Kathedrale am Bauen, die immer größer wird. Mhm. Und sieht schon krass aus. Und ich hatte hier den Gedanken, dass wir hinten in der Mitte noch ein Steinchen da oben reinsetzen. Ich glaube, das sieht besser aus. So. Ah, hat's wieder super geklappt. Gleich zwei auf einmal gesetzt. Naja, geht aber. Ich glaube, das sieht so besser aus. Ich weiß nicht, wo du bist, Knolle. Ich bin hier im Fenster. Ich glaube, die sehen so besser aus. Siehst du das? Na, siehst du die beiden Fenster, die Unterschiede? Ich glaube, das rechte sieht besser aus, oder? Ich finde das linke eigentlich besser. Mit der Spitze in der Mitte? Warte. Aber wenn wir das mit dieser Treppe auf den Kopf machen, wie du sagtest, ne, dann sieht's vielleicht noch besser aus. So. Na, dann geht's natürlich oben nicht, ne, in der Mitte, oder? Dann müssten wir doch da eine in der Mitte reinsetzen. Doch, da kann man einen Half-Slab reinsetzen. Ich weiß, was du meinst, ja. Hast du eine? Kann man schnell machen. Ich hab noch eine. Oder auch noch sechs. Na gut. Ich glaube, ich krieg's hin. Egal, ich mache jetzt welche. Ich habe jetzt noch zwei Treppen hier. Ja, jetzt sehe ich nichts, wenn du direkt von mir... Nee, ich komme nicht, dann muss ich höher. Geh vielleicht auf Ich bin nicht richtig drauf, okay. So, jetzt passt's, oder? Hä? Hat er den nicht hingesetzt? Hast du ihn noch in der Hand? Ja, ich habe mal auch gehört, wie er da oben hingegangen ist eigentlich. Jetzt ist er dran, oder? Und da mussten nur zwei rein. Ja, jetzt sieht's gut aus, genau. So machen wir sie alle, oder? Von mir aus? Dann muss da noch einer weg. Und am Fenster habe ich auch wieder Mist gemacht. Stopp mal. Nee, dann ist das doch richtig. Dann kann da ein ganzer Stein rein, Knolle. Wieso? Hast du noch eine Treppe noch? Ich habe keine Treppenstufen mehr dabei. Ja. Ups, der war falsch. Und die andere Seite und dann passt's. Genau so ist es. Und da muss kein halber rein, da muss ein ganzer Stein in der Mitte sein. Okay, das erklärt vieles. Ja, jetzt habe ich aber keine Treppenstufen mehr, mache ich erstmal ein bisschen viele. Ja, okay. Ah, oh, super. Erde hingesetzt. 16 habe ich jetzt. Und jetzt muss ich hier nochmal was machen. Passt's. Und eine kleine Gut, wo geht's weiter? Das kreisrunde Dingens machst du auch nochmal neu, ne? Also die Ecken besser. Gut. Ich gehe dann schon mal hier hin. So, da muss einer hin. Da und da auch. Dann ist das schon passend hoch. Da muss eine Erde hin. Ah, eine Erde, nicht zwei. Und dann passt's, glaube. So. Stellt sich gerade nur die Frage, wie das mit der Tür ist, ist das so richtig? Oh, das runde Fenster ist fertig. Sieht eher aus wie ein Karo, aber. Okay. Weiß ja keiner. Ja, passt schon, denke ich, oder? Hm? Kann man nur nachher kein Fenster reinmachen? Ach ja, stimmt. Dann ist es ja eigentlich doof, ne? Ja, aber. Da müssen wir nochmal überlegen. Vielleicht ist bis dahin ja schon ein neues Minecraft-Update raus. Ja, Gott. Geht. Vielleicht müssen wir das dann nochmal zurückbauen, das kann auch sein. So, irgendwas ist hier faul. Das Fenster nicht passen. 5 und 2, das passt. Ist die Kirche nicht symmetrisch, oder was? Was? Ach so, nee, das passt schon. Da kommt schon der erste Stein fürs Fenster dann hin wahrscheinlich. So.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 5. 2, 3, 4. Eine Lage muss noch hin, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da das Fenster passend ist. Dann wollen wir gerade schlafen gehen? Ja. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Zap. So. Wunderbar. Gut. Auf geht's. So, jetzt Mission Fensterbau. Genau. Kriegst du? Ja. Muss gerade gucken. Okay. So. Oh, falsch rum. Oh, jetzt weiß ich, wie ich es bauen muss. So rum. Ja, sieht gut aus. Jetzt noch eine Schicht oben drauf. Noch einen hier mehr? Hm? Weiß ich nicht. Ich hab da gerade. Achso, du sprachst nicht von meiner Schicht, sondern von deiner, oder? Mhm. So. So, das Fenster ist fertig. Okay. Da sieht man schön die Sonne einstrahlen. Kann das sein, dass so richtig ist, das Fenster? Guckst du mal gerade? Ja, sollte richtig sein. Gut. Man sieht es ja gleich, wenn ich mhm. das Fenster richtig ist. Oder nicht? Muss ich nochmal Treppen machen. Tja. Geht nicht, ich komme da nicht runter. Muss ich springen und Fallschaden annehmen. Oh. So ein Shit aber auch, ne? So. Ich habe das Gefühl, das ist fertig. Was ist fertig? Die Außenwand oder was? Hm? Mhm. Wie ging das nochmal so? Dark Oak ist das. Brauchen wir noch so ein bisschen Holz, oder was? Weiß nicht. Ja, das ist Spruce Wood, das ist Dark Oak. Hier ist irgendwie was, glaub, falsch. Der muss weg. So, eins, zwei, dann muss da vorne noch einer vor. Komm ich da hin? Na super. War gleichzeitig gebaut. Ja. Zwei und zwei. Jetzt frage ich mich gerade, wo das Dark Oakwood wächst. Vier. Stimmt nicht hier. Eins, zwei, drei, vier. Ist da einer hin oder ist es zu niedrig? Das ist zu niedrig, ne? Eine Höhe. Aber warte mal, das ist jetzt hier die obere Etage. Welche? Wo du gerade drauf bist. Das ist die Empore. Gut. Ich hülle, dann mache ich unten alles aus in der Zeit, ne? Ja. Die Kirchenmauer geht so weit, oder die Kathedralmauer geht so weit, wie sie ist. Mhm. Also bis hier. Und andere Seite. So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen noch. Okay, doch noch ein weiter. Eins, zwei, also da muss da noch weiter einer hin und da auch noch einer und dann ist schon Fenster. Gut.
2. So. Der kann wieder das weg. Das war die Schaufel. Muss ich mit der Hand buddeln. Also viel das ist, machen wir gerade auch noch eine Schaufel, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir ein paar Schaufeln auch mehr, ne? Ja, ich mach da mal 2 für jeden. Oder näher, 3 insgesamt. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, da muss schon einer hin. Gut. So, passt. Und so, 3 Schaufeln. So. Na komm schon. Da brauche ich gar nicht wegzumachen. Die gehen automatisch weg, wenn ich die Erdarm baue. Okay. So. Ist das so richtig? Ich weiß nicht. Oh. Ich mache erstmal hier alles. 1, 2. Da ist noch einer falsch auf der anderen Seite. Okay. Wird schon passend sein. Okay. Nee, doch, der ist noch richtig. So. Das wäre 1. So, ich weiß es nicht. Ups. Weiß ja nicht, wie weit ich hier bauen muss. Ja, so. Graben muss. So, das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich bin schon zu hoch. Kann das sein? Oder? Weiß es gerade nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, passt wohl, genau. So. Erde, Erde. Da brauche ich keine Erde mehr dran machen. So. Jetzt gucken wir noch, ob wir Inventar noch Steine haben, aber das sieht noch gut aus. So, so. Jetzt habe ich den Bereich so gut wie am Rand ausgehöhlt. Okay. Jetzt muss die Innensachen, die Innenseiten raus. Und jetzt gleich geht die Schaufel kaputt. Okay. Und ein neuer. Jetzt habe ich wieder so viel Erde.
So, ich probiere das mal wieder hinzukriegen hier. Das sieht aber auch, glaube ich, alles richtig gut aus. So. Da muss, glaube ich, einer hin. Oh, erst für Spitzhacke braucht man dafür. Ich habe hier so viel Dreck, dass ich den gar nicht mehr benutzen kann. Okay. Mein ganzes Inventar schon voll gedreckt. Bin mir nicht sicher, ob das passt, aber es wird schon wieder Nacht, ne? Ich glaube, die Nacht will uns sagen, dass die Folge vorbei ist. Okay. Oh, bin ich hier gerade in die Katakomben gefallen. So, dann will ich mal gerade noch zwei setzen. Drei, da ist auch noch einer. Und dann springe ich da mal runter irgendwie. Wo kam ich denn hier runter? Gute Frage, ne? Auch wenn du nicht so viel, wenn du voller Herzen hast, kannst du überall runter wahrscheinlich. Ja, passt schon. Hier ist Knolle am Arbeiten. Jo. Wenn du Erde brauchst, kannst du hier ein bisschen rumlaufen, was aufsammeln. Nee, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich hier das, was ich gebaut habe, gutachte, ob das überhaupt passend ist. Aber so, wie es ausschaut... Solange du das machst, mache ich hier weiter. Mach die zweite Schaufel kaputt. Ich glaube, das passt, ne? 1, 2, 2, 5, 3, 1. 1, 2, 2, 5, 3, 1 passt. Gut, okay, dann gehen wir Richtung Bett. Ich habe ja was verbaut. So. Ich liege. Jetzt habe ich Druck. Ich komme. Zip. Fertig? Ja. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.